Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß-Gerungs bietet neben der Behandlung von Patienten mit allen Herzerkrankungen spezielle Programme für Patienten mit Herzschwäche und peripherer arterieller Verschlusskrankheit an. Unser vielfältiges Programm wird durch Raucherentwöhnung, Körperzusammensetzungsmessungen, Wundmanagement, Traumatherapie und Pflegeberatung ergänzt. Ziel ist es, den Patienten wieder in Form zu bringen. Dazu ist natürlich seine Mitarbeit gefragt. Er muss offen sein für unsere Trainingsprogramme, für unsere Informationsveranstaltungen und Beratungsgespräche. Die konstante Qualität der medizinischen Versorgung ist Grundlage des Erfolges des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß-Gerungs. Bereits seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit der Qualitätsentwicklung in all unseren Bereichen. Wir haben uns für den Weg der Qualität entschieden und wollen künftig den erreichten Stand nicht nur halten, sondern kontinuierlich ausbauen. Die Einbindung und das Engagement der Mitarbeiter in das Qualitätsmanagement sind ganz wichtige Faktoren für den Erfolg dieses Systems. QMS Rea erleichtert uns das rasche Einarbeiten von neuen Kollegen. Alle Abläufe sind den betreffenden Abteilungen zugeordnet und leicht zu finden. Optimierte Qualität für Patienten, Nachvollziehbarkeit von Abläufen, von Strukturen, von Wissen. Jeder Mitarbeiter kann Ideen und Vorschläge eingeben. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Gäste und Patienten mit regionalen Produkten versorgen. Mit den abteilungsübergreifenden Prozessworkshops konnten wir viel voneinander lernen und uns dadurch gegenseitig besser unterstützen. Auf unserem Weg zur Zertifizierung gab es mehrere Stationen. Zu Beginn haben wir Schulungen durchgeführt, einerseits zum Thema Qualitätsmanagement und andererseits zum Thema Prozessmanagement. Wichtige Elemente wie Patienten- und Mitarbeiterorientierung wurden da genauso besprochen wie Möglichkeiten zur Aufbereitung und Darstellung von unseren Abläufen. Mit dem neu gewonnenen Wissen gingen wir dann in eine Reihe von Workshops, in denen wir unsere Abläufe abteilungsübergreifend dokumentiert und auf Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten kritisch geprüft haben. Von der Vorbereitung in der Zeit vor dem Reha-Antritt und der Aufnahme über die Speisenversorgung bis hin zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren von neuen Mitarbeitern war alles dabei. Im Softwarebereich haben wir in ein eigenes Tool investiert, um unser QM-System auch digital abbilden zu können. Auch hierfür haben eigene Schulungen im Umgang mit der Software stattgefunden. Ein weiterer Meilenstein war der Aufbau der internen Audits, um Verbesserungen durch Rückmeldungen aus Interviews, Dokumentensichtungen, aber auch Beobachtungen zu erzielen. Die Prozessverantwortlichen sind hierbei maßgeblich eingebunden. Anhand an dieser gesamten Zahlen, Daten und Fakten aus internen Audits, aber auch anhand von Leistungskennzahlen, kann sich dann die kollegiale Führung im Rahmen der Managementbewertung auseinandersetzen, um auch Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Interne Audits stellen eine große Bereicherung dar, da mögliche Risiken rechtzeitig erkannt und beseitigt werden können. Durch die strukturierten Prozesse wurden Verantwortlichkeiten klar herausgearbeitet und Veränderungen können nun schneller und effektiver umgesetzt werden. Alle Beteiligten haben nun die Möglichkeiten, Anregungen einzubringen und gemeinsam wird dann an Lösungen zur Qualitätssteigerung gearbeitet. Bei unseren Bestrebungen steht der Patient mit all seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Daher bieten wir beste Qualität und orientieren uns an allen Abläufen für Medizin, Therapie und Pflege. Durch unsere Gemeinsamkeit gewährleisten wir eine absolute Sicherheit für unsere Patienten. Ich habe nun mehr Verständnis für die Abläufe in unserem Haus. Ich kenne die Aufgaben der anderen Abteilungen durch die Workshops viel besser. Wir lernen miteinander und voneinander. Wir in der Pflegeberatung sind aktuell durch ein sich veränderndes Berufsbild sehr gefordert. Die Stärkung der Pflegeberatung, eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit und mehr Eigenverantwortung fordern klare Rahmenbedingungen und strukturierte Abläufe. International anerkannte Qualitätsauszeichnungen unterstützen das ganze Haus, um den bestehenden Herausforderungen optimal zu begegnen. Mit der Zertifizierung QMS REA und der Validierung nach EFQM wollen wir unser Unternehmen weiterhin fit für die Zukunft halten. Mit dieser Qualitätspolitik und der umfassenden Beteiligung all unserer Mitarbeiter bleiben wir weiterhin auf Kurs. Qualität mit Herz!